Ja, die Enttäuschung ist allgemein groß. Das hätte für uns alle ein großer Moment werden können, aber bis man in so einem Finale ist, es gibt große Gewinner, große Sieger auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr enttäuschte Gesichter und ja, die sind natürlich sehr, sehr groß und wir sind sehr, sehr traurig, dass wir ja diesen Titel nicht geholt haben. Ja gut, ist halt so, Bessa hat gewonnen, war dominierend am Donnex, dann verdient gewonnen am Ende. Und ja gut, wir müssen jetzt nach vorne schauen, dass wir haben ja noch ein Endspiel vor der Brust und dass wir das denen dann irgendwie klar machen. Ich denke, das ist, kann man ganz einfach sagen, dass die Enttäuschung sehr groß ist, denke ich ganz klar. Wir waren kurz davor, haben es leider nicht geschafft. Und da ist es auch keine Genugtuung, dass wir Werder, denke ich, in Europa ganz gut präsentiert haben. Wenn man im UEFA-Cup-Finale steht und wenn man sieht, was wir auch für einen Weg hatten, um dahin zu kommen, dann denke ich schon, dass wir es auf jeden Fall verdient hätten. Aber heute hat es leider nicht geklappt und sicherlich sind wir sehr enttäuscht darüber. Wäre denn mehr drin gewesen, wenn die nicht anwesenden Spieler heute dabei gewesen wären? Ja, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Also man muss schon anerkennen, dass Schachtau vielleicht ein Tick stärker war, ein Tick mehr Chancen auch hatte. Deswegen gratulieren wir den Ukrainern auch. Und ja, schade für uns, aber ja, wir haben leider über große Strecken des Spiels nicht für die Entlastung sorgen können, die wir uns erhofft haben. Aber ja, sind jetzt sehr, sehr enttäuscht natürlich. Ja gut, wir hatten halt heute nur die Spieler gehabt. Sicherlich waren es wichtige Spieler, die uns gefehlt haben am Ende. Und zum Beispiel Diego, er hat eine klasse Pokalsaison gespielt. Und ja, wer weiß, wenn alle dabei gewesen wären, wie es ausgegangen wäre. Sicherlich ist ganz klar, dass Diego braucht man nicht drüber reden. Er kann Spiel alleine entscheiden. Hugo genauso. Peer ist in der Abwehr extrem wichtig auch. Aber es ist schwer zu sagen. Wir haben das jetzt verloren heute. Wir wollten auch für die Jungs spielen. Ich denke, wir sind zusammengerückt. Wir sind einer ist für den anderen gelaufen, aber es hat jetzt nicht gereicht. Sicherlich wäre es gut gewesen, wenn man die Spieler an Bord hatte. Aber das war halt nicht so der Fall und muss man mit der Situation umgehen. Und ich denke, wir haben trotzdem heute ein gutes Spiel gemacht. Haben gefightet bis zur 120. Minute, wollten nochmal alles probieren. Das hat dann leider nicht gereicht. Aber sicherlich ist klar, dass wir sicherlich alle Mann an Bord gehabt hätten, also dass wir uns das gewünscht hätten. Aber so ist es nicht gewesen und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Wir haben jetzt am Samstag das Spiel gegen Wolfsburg und dann nächste Woche haben wir wieder ein großes Finale, dass wir natürlich auch wieder mit 100% angehen wollen und dass wir natürlich auch gewinnen wollen. Und ja, das sind jetzt die Ziele, zu denen wir aufblicken müssen. Wie schnell kriegt man jetzt den Kopf frei, gerade im Hinblick auf das DFB-Pokalspiel nächste Woche Samstag? Ja, die Enttäuschung ist natürlich heute Nacht sehr, sehr groß. Die wird auch morgen noch da sein. Und dann am Freitag werden wir uns erstmal auf das Spiel in Wolfsburg konzentrieren. Und da stehen wir nochmal im Blickfeld. Da wollen wir unsere Leistung, unser Level auch sehr, sehr hoch halten, um dann eben in der kommenden Woche uns dann in aller Ruhe auf Berlin vorzubereiten. Es ist halt so, wir haben zwei Chancen, jetzt haben wir die eine halt nicht genutzt und ja, deswegen müssen wir uns noch mehr reinhängen in der zweiten Partie gegen Leverkusen. Sicher nicht nagt das, aber uns wird nichts anderes übrig bleiben. Wir haben jetzt ein Spiel in Wolfsburg am Wochenende, wo wir uns dann auch gerade einspielen wollen für das Pokalfinale. Wir wollen nächstes Jahr international dabei sein, dafür brauchen wir auch den Titel. Und ja, wir werden da konzentriert auch dran arbeiten und nächste Woche werden wir auch dann da sein. Ich denke, dass wir als Mannschaft so eng zusammenrücken werden, dass wir die nächsten Aufgaben auch wieder mit 100% angehen werden. Und ja, dann holen wir uns jetzt halt den DFB-Pokal.